Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nego, die Unglaublichen. Wir haben jetzt schon bei 15,8% und wir machen die nächste Verbrechenswelle, dass das aufgedeckt wird. Und zwar beginnen wir beim Zentrum. In einer eiskalten Wende der Ereignisse ist Brainfreezer zurückgekehrt, um ihre Position zu stärken und den Innenstadtbezirk von New Urban zu übernehmen. Begleitet wird sie von ihrer Bande aus Tiefkühltätern. Zudem hat sich das Wetter verschlechtert und den Bezirk in Eiseskälte erstarren lassen. Seien Sie vorsichtig da draußen. Die Gehsteige sind rutschig. Auf den Straßen herrscht Chaos, die Bürger erkälten sich, Autos rutschen von der Straße und seltsamerweise liegt überall Eiscreme herum. Vielleicht ist ja Brainfreezer für die knackig kalten Temperaturen in diesem Gebiet verantwortlich. Wenn ja, ist sie definitiv nicht der Geschmack des Monats. Mein Name ist Froyo Joe und ich hab an. Falsche Schulter. Ah, ja, okay. Oh Mann, ich kann gar nicht hinsehen! Tut mir leid, ich hab zu viel Angst zum Rein. Wirklich gut gemacht, das muss man schon sagen. Ihr habt die Eis. Ärger eingebracht und zukünftige Kamien.
Bombe? Bombe? Du musst schnell nach hinten. Die Leute werden deine Hilfe Danke. Genau, da müssen wir zu dir. Ich werde noch zum Bosskampf. Leitet mein Eis in die ist in ein Bottich mit. Annehmen. Dieses Eis ist viel zu wichtig, um es an kleine Kinder zu vergeuden. Ah, das wirst du bereuen. Sobald mein Brainfreezer-Gerät voll aufgeladen ist, werde ich meinen Einfluss auf die Gehirne aller in New Urban ausweiten. Kontrolle über alle in der Stadt. Und du bist nur noch eine weggeworfene Waffel im Mülleimer. Du willst mich aufhalten? Ich gebe dir eine Kostprobe. Wir sind eigentlich hier anzugreifen und in die Arme.
So, dann haben wir es. Okay. Achso, das ist ja gewendet hier nicht, oder? Nein! Meine Pläne sind dahin! Geschmolzen, zerflossen, verflüssig! Ich fürchte, wir müssen dich wohl eine Weile auf Eis legen. Ja, das machen wir jetzt auch gleich. Ah ja. Nächstes kommt dann dieses Gebiet. So, mal Kornacke oben rein. Das müsste stoppen. Das ist mir nicht durch. Genau, den Linguini. Aber einfach mal die Geistertüten auf, vielleicht sind da welche drin, wo wir auch gut haben können. Die wir haben ja kaum. Und das kann ja nichts. So, dann haben wir da die Waffe. Dann auch den nächsten roten Stein. Ah, der. Buchstaben 8 ist es. Dann. Nehmen wir den doch mal. Aktivieren wir. So, dann fangen wir doch die restlichen Steine ein. Da wieder goldene Steine. Und
Versammlung auf. Dann bauen wir mal Frostzone. Den nächsten. So. Machen wir da das. Level oder nicht? Da verbirgt sich der. Ich muss meinen Chinchilla finden. Ah, ich glaube, der ist da drin. Ich bin nur hier, um zu helfen. Thank you.
Kristall. Dann brauchen wir einen mit Strom. Dann geht das da auf und dann können wir das auch schon holen. In der Kunde habe ich was gesehen. Ja, genau. Könnte das noch sein? Ich kapier nicht, woher die ihre Kräfte haben. Das genetische? Jawohl. Dann haben wir Eiszeit sogar. So. Alles in dem Gebiet. Jawohl, dann bis zur nächsten Folge, wo wir dann Munizipberg Umland machen. Und Servus.